Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Doom Sigil 2 in dem vierten Level. Fragments of Sanity. Naja, so viel Vernunft bleibt uns nicht mehr, würde ich sagen, aber ja, deswegen habe ich ja extra Pause gemacht, damit wir ja uns erstmal akklimatisieren können und dann erneut dieses Spiel langsam zu hassen lernen. Ja, es tut mir wirklich leid für diese lange Pause. Ich war ja, wie gesagt, kurz davor, nochmal aufzuhören. Aber dann dachte ich mir doch, wenn es doch hier und da mal jemanden gefällt, ich weiß, dass es kaum eine Sau schaut, kann man es machen. Ich gebe zu, ich habe schon Bock auf Doom, nur leider nicht auf Sigil 2. Fangen wir jetzt einfach mal an. Es ist ein komplett blinder Versuch. Ich habe noch nicht reingeschaut. Außer natürlich da in der letzten Folge, wo ich da einmal so durchgerannt bin. Wisst schon Bescheid. Also wir werden sehr, sehr viel sterben. Ich bin aber, ja, zumindest der ersten Folge noch zuversichtlich, weil egal was wir machen, wir können nur Fortschritt machen. Danach wird es halt immer schwierig. Schauen wir einfach mal, wie das so abgeht. So, wir fangen sofort im Kampf an. Das ist nicht gut. Wir haben wenig Munition. Ja, ich werde wahrscheinlich am Anfang wieder erstmal ruhig sein, um erstmal zu gucken. Okay. So, noch ist nichts passiert. Ich traue mich keinen Zentimeter weiter zu gehen. Ja, es ist mal wieder diese absolut extrem safe und feige Art, wie ich vorgehe. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Man kriegt ja selten wirklich vernünftig Munition. Da sieht man schon, Shotgunner kommt direkt um die Ecke. Dafür haben wir nicht genug Munition, noch nicht. Oh Scheiße, ich muss jetzt erstmal hier weg. Oh Gott, okay, jetzt können wir ihn vielleicht erledigen, aber ob es danach noch klappt. Shit! Oh nein, nicht die. Oh nein, okay. Oh. Okay, das wird, glaube ich, nicht mehr klappen. Vielleicht, na. Vielleicht, wenn ich ihn dann. Oh, okay. Oh Scheiße. Okay, den können wir noch abballern. So. Okay, damit sind wir schon mal gut durchgekommen, aber natürlich fast sämtliche Munition verballert. Das ist so klar. Ich achte auf Hitscanner. Ja, für den ersten Versuch doch bisher ganz gut. Okay, ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil, aber ja, gut, solange wir hier noch ein paar Gegner nebenbei erledigen. Ich muss mich natürlich umdrehen, weil wahrscheinlich höre ich sonst. Ich muss so ein bisschen lauter machen, merke ich bei mir, weil ich muss wirklich die Geräusche hören. Okay, irgendwie wieder sich zwar im Kevin und es bringt nichts. Okay, warte, dann gehen wir doch zur Schrotflinte. So, weg mit dir. Und das noch so. Ah, ja, ich muss wirklich, wirklich aufpassen. Wir haben ja so gut wie gar nichts hier. So, ich mache ein bisschen lauter bei mir. So, also wie gesagt, ich muss mich erstmal konzentrieren, deswegen kann ich noch nicht so viel an. Stimmt, da war ja eine Megasphäre. Oh, fuck. So, okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Oh Gott. Ja, dich sehe ich doch. Direkt dahinter, so asozial. Asozial, okay. Und da ist ein Baron. Oh Gott, und da ist nur Lava. Okay, da können wir noch nicht lang, schätze ich mal. Aber wir brauchen irgendwie was zum Schießen. So, dann einfach schnell hier rüber. Und okay, wir können Schaden noch vermeiden. Ah, ich hab da nicht drauf geachtet. Oh Gott, da hinten ist doch, glaube ich, dieser Cyberdemon gewesen. Ich erinnere mich. So, da können wir ein bisschen was verschießen. Okay. Ja, vielleicht macht es sogar Sinn, am Anfang des Levels, statt so vorsichtig zu spielen, wie ich sonst mache, einfach mal vorzurennen und vorauszuscouten, um so ein bisschen zu gucken, okay. Also ich kann noch so gut spielen. Tut mir leid, dass ich ein bisschen heiser bin momentan. Das klingt fast schon so, als hätte ich eine Fahne. Habe ich das Gefühl. Irgendwie ist die Stimme gerade so ein bisschen tiefer oder so. Deswegen. Nee, das ist. Es sollte klar gehen. Ich bin. Nächste Woche im Urlaub und dann komme ich gar nicht zum Aufnehmen. Ich hatte jetzt vorgehabt, da wieder ein bisschen regelmäßiger. Und wenn ich hier sage regelmäßig, dann bedeutet das bei mir, ja, wenn einmal pro Woche ein Part kommt, dann kann man sich schon freuen. Ja, wenn ich wenigstens einmal pro Woche ein Part hinbekomme, wäre das schon mal schön. Hauptsache, es geht irgendwie ein bisschen vorwärts. Ich muss ja gucken, dass ich vielleicht zwischenzeitlich noch andere Sachen mache. Jetzt da. Ja. Okay, gucken, was da die Wichser hier los wäre. Oh nein. Okay, ich höre ihn schon, ich höre ihn schon. Natürlich, weg hier. Oh Gott, lassen wir noch nicht zu nah rankommen. Muss ich denn. Oh, Moment, hab ich gesehen. Okay, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Schnell, 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 bevor. Ach, Scheiße, da kommt noch. Oh nein. Okay, gib mir die Munition her. Gib mir die. Oh, Rüstung. Oh, Plasma. Oh nein. Okay, das sollte noch reichen. Ich habe aber Angst vor dem Cyber. Ich muss sagen, der Cyber ist immer so ein Bottleneck. Alles wäre besser ohne. Nein, okay, es ist Plasma. Okay, so. Oh Gott, nehmen wir den Schlüssel jetzt auf. Ja, wahrscheinlich so. Oh, Jungs, okay.
Ja, so gelber Schlüssel, wo kommen wir damit hin? Keine Ahnung. Ich will eigentlich nicht dahin, wo der Cyber war. Muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich irgendwie noch Secrets. Nee, scheinbar nicht. Okay. Dann gucken wir mal. Also, ich gucke erstmal hier rechts, weil vielleicht kann man da wieder irgendwas machen. An der Stelle. Okay, da. Ach, da geht's weiter, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob ich so glücklich drüber sein soll. Wir müssen früher oder später eh dahin. Ansonsten, ich wechsle mal lieber wieder zur Shotgun. Guck mal, Plasma war 6, Shotgun war 2. Ja, ich muss es ja. Ach ne, 3 war Shotgun. Ich kann ja hier schon mal abballern. Ach ne, das ist. Ach scheiße, das sah nur gelb aus von Weitem. Das ist rot. Oh nee. Ach da. Nein, natürlich ist es da hinten. Oh Gott, da müssen wir einfach durchrennen. Wir haben ja hier so eine Wand zwischen uns. Zwischen uns beiden. Oh. Das geht nicht auf. Was? Och nee. Oh nee. Merkt ihr was, Leute? Merkt ihr was? Es ist wieder nur der Cyberdemon. Es ist nur der Cyberdemon. Und das ist eigentlich der größte Unterschied zwischen einem normalen Doom und zwischen einem Sigil-Scheiß-Doom. Tut mir leid, das zu sagen. In Sigil-Scheiß-Doom hast du so ein One-Trick-Pony. Der heißt Cyberdemon. Man kennt keine anderen Art und Weise, die Map auf vernünftige und spaßige und faire Art und, na, ich benutze das Wort fair nicht so gern, aber in dem Fall mache ich es einfach mal. Da bin ich gerne mal polemisch. Oder auch hier, der dreht sich sofort um. Also jetzt bin ich jetzt ohne Scheiß. Ich gucke jetzt erstmal, was da hinten ist. Weil, was soll ich denn? Also, ich soll dann da an den vorbeigehen? Das ist ein Gang. Ich krieg irgendwie Lavafloor-Schaden. Ich muss dazu sagen, ich spiele immer noch die Version 1.0. Ich weiß nicht, ob da irgendwas gebalanced wurde. Aber ich will behaupten, das so zu veröffentlichen ist schon alleine ein bisschen problematisch. Ach, come on. Ich komme auch nicht durch, weil natürlich ist es zu eng hier. Gib mir die Scheiße. Ich gucke jetzt, was da ist. Oh, Raketenwerfer. Oh, okay. Für 3 Schuss. Wow, okay. Dann können wir ja die Kacke leichter platt machen. Vielleicht. Ja, oder ich habe das Problem. Wow. Backe ich mir ein Eis. Ja. Also für drei Raketenschüsse. Ja, wie gesagt, ich will irgendwas. Gib mir eine BFG oder so. Mit 300 Plasma. Dann freue ich mich. Das liegt ja einfach nur daran, weil da ein Gegner ist, den wir einfach nicht loswerden. Ich weiß halt nicht auch. Es können ja auch noch mehr als ein Cyberdemon sein. Also mich würde es nicht wundern, wenn im Finallevel einfach 10 Cyberdemons auf einem Fleck sind. Und man da wieder irgendeine Scheiße finden muss, die ja nicht indiziert wird, damit man die dann irgendwie plättet. Und dann. Das ist doch alles Kacke hier. So, ich mach mal sofort das hier. Oh. Ja. Ich gehe so ein bisschen nach vorne, ja? Oh nee, der hat sich da unten versteckt. Was eine Scheiße. Ich will ihn eigentlich noch nicht wecken. Ja, zu spät. Ich brauche halt ein bisschen Munition. Was soll ich. Ja, der hat auch sofort geschossen. Ihr seht, Leute, das wird wieder lustig und. Nee. Ich warte mal, bis der von selbst ange. Ah, okay, so habe ich auch gelernt. Besser ist, wenn er von selbst angegriffen wird. Ja, aber das verhindert nicht, dass ich doch mal getroffen werde. Ja. Okay, wenn ich lade, ist am besten. Also am besten, man weckt die noch nicht. Ja, es ist wirklich. Also, man mag sich über meine feige Spielart ein bisschen aufregen, aber wenn man mal ehrlich ist, ist das die beste Art, wie man zu spielen kann hier. Weil. Wenn du da zu viele Viecher rufst, das ist ja auch schon scheiße hier. Der mit seinem fetten. Ah, oh, scheiße. Körper hier den Weg versperrt. Muss ich jetzt auch beeilen. Weil ihr seht ja schon, wenn der jetzt hier hinterherkommt, dann komme ich auch nicht mehr dazu, den. Wo ist denn der? Der hat irgendwie meine Fährte. Ach, den jetzt erwischen. Oh Gott. Da kommt einmal noch hier. So. Hat der gar keinen Schaden. Oh, und ich wurde von hinten von dem Baron erwischt. Ich habe das bemerkt. Egal, ich meine, immerhin hat man hier eine Megasphäre am Anfang. Ja, das ist schon mal was wert. Dann kann man wenigstens ein bisschen was aushalten. Ne? Ja, wie mache ich das jetzt am besten? So, also ich möchte nochmal. Also, es wäre halt irgendwie. Ach so, ach, guck mal, man kann hier durchlunzen. Jetzt könnte ich da schon welche erledigen. Also, das, ja, es wäre eigentlich ganz gut, ne? Ja, es ist schon ein bisschen nervig, jetzt mit einer Pistole drauf zu schießen. Ja. Gucken wir mal, vielleicht mit der Minigun, wenn ich die hole, schieße. Ach, scheiße, ich hätte warten sollen. Kämpfen die sich noch? Ja, die kämpfen sich noch. Okay. Ich ziehe dich. Und dann.
Ah, nein, ich habe mich verfehlt. Schade, ich wollte jetzt so richtig schön cool um die Ecke. So, und hier, das ist da am besten mit der Minigun von Weitem. Ich möchte halt nicht... Ich möchte, wenn ich da voranpresche, da nicht irgendwelche scheiß Feuerbälle oder noch Hitscanner im Rücken haben. Aber ich will auch nicht den Cyberdemon wecken. Ah, ich habe noch gar nicht genug, oder? Ich kann es probieren. Das ist ja eine Plasma. Muss ja voranrennen. Oh, ich glaube, ich mache einen dummen Fehler. So, jetzt müsste er gleich kaputt gehen. Gleich. Ich weiß gar nicht, ob er mich überhaupt erwischen kann. Ist doch viel zu klein für sein Kackprojektil. So, 5 Schuss noch. Und dann rennen wir schnell zur Plasma. Wir rennen da einfach jetzt durch. Ach, scheiße, ich muss ja dann... Oh, Gott. Ich habe ja dann doch nur 4 Schuss. Okay, noch mehr. Ach, Pisser. Aha. Okay, so. Ach, scheiße, okay. Ich muss irgendwie zur Plasma kommen. So, da müssen wir mal schauen. Ja. Also, jetzt kann ich eigentlich nicht anders, als einfach voranzugehen. So. Okay, dann hier so rüber. Ich warte hier noch. Gehe jetzt wieder nach hinten. Ich muss da wirklich einfach durch, aber ich... Oh Gott. Ist das auch gelb? Ach, das ist doch auch gelb. Ach, das ist hier gelb. Hier muss ich lang. Ich hab mich da vertan, du. Oh Gott, wenn er gleich um die Ecke kommt. Ich höre ihn, ich höre ihn. Ja, ich muss aber erst den Wichser loswerden. Und dann noch welche? Erst noch einer. So, das war's, glaube ich. Ich höre kein Flackern. Hä? Ich hab noch einen Schlüssel. Oh, okay, irgendwie nicht registriert. Da, der ballert sofort, der Pisser. Ja, ja durch. Ja durch. Das ist so schlimm, man wird auch immer gezwungen, so ein bisschen länger zu bleiben. Oh, guck mal, da ist noch einer. Okay, jetzt muss ich da irgendwie durch. Ah! Das ist auch nicht ewig geöffnet, oh Gott. Okay, das bleibt nicht ewig geöffnet. Aber da hinten komme ich doch nur mit dem roten Key rüber. Ach, ja, das macht durch gleich. Ach, da ist eine rote. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, nein, geh doch auf! Ach Gott, was ist denn das für eine Scheiße? Leute, ihr könnt nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise fair ist. Weil mich drückt dann immer mehrmals aus Nervosität. Ist ja auch klar. Ich kann auch nicht Türen irgendwie rückwärts. Habe ich hier einen Rückspiegel bei Doom? Also, wir machen es jetzt noch einmal für diesen Part. Also, so ein bisschen haben wir das ja. So ein bisschen. Kriegen wir das ja so ein bisschen raus. Oh, ich brauche irgendwie mehr. Ja, ich brauche mehr Schrotflint-Munition, Mann, du Kack! Ah! Ja, oh, schön. Bekämpft durch Gegner, ihr Bastarde. Oh nein, das bringt nichts. Ja. Ja, jetzt haben sie sich wieder gegen mich verschworen, Wichser. Dumme Pisser. Scheiß Kack, ich hasse den. Ja, das ist kacke, ja. Also ich werde es noch einmal richtig versuchen und dann gucken wir mal. Ja, wie gesagt, erster Part, ich glaube, da werde ich jetzt auch nicht groß labern. Am besten lade ich mal, ne? Dann, das fängt so schön an, da wird sofort getroffen. Die ballern sich dort ab. Sobald der weg ist, ah, schön. So muss das laufen. So müsst ihr euch bekämpfen, ihr Pisser. So, dann nehmen wir die Kacke da schnell auf. So, dann gehen wir da schnell, nehmen den mit. Nehmt den mit. Oh, dann kommt natürlich... Oh Gott, dann kommt natürlich wieder alles auf mich. Oh, das sind zu viele auf einem Haufen. Das sind einfach viel zu viele. Also, das war... Also, jetzt hatte ich am Anfang Glück und dann richtig scheiße Pech. Weil, ja. Machen wir mal schnell die Schrotflinte. Ja, jetzt kriege ich natürlich erstmal Schaden zwanghaft. Drecksviech. Oh, nein, weg. Da war noch irgendwas. Meine Fresse. Irgendwie habe ich fast gedacht, so der war das. Ja. Ja, das ist natürlich wieder scheiße, klar. Aber was will man machen, ne? Da waren jetzt alle... Oh Mann, jetzt rennt... Ah! Das, ja, lächerlich. Absolut lächerlich. Absolut lächerlich.
Stirb doch mal, Kollege. Oh. So, jetzt muss ich jetzt irgendwie. Ja, toll. Ich krieg wahrscheinlich den. Also, Gebäudeschaden. Muss jetzt irgendwie. Ja. Ja, also bringt eigentlich nichts mehr. Okay, Leute. Das war dann der erste Part. Wie gesagt, ich muss da ein bisschen reinkommen. Also das Trickigste wird wieder sein, halt an dem Cyberdemon, und es sieht auch aus, als muss man viel backtracken. Das heißt, wahrscheinlich muss ich dann irgendwann wieder zurück an dem Cyberdemon vorbei. Vielleicht kommen noch mehr Cyberdemons. Es ist ja auch so schon nicht einfach. Aber umso frustrierender ist es, dass man dann von so einem billigen Gacha-One-Shot erwischt wird. Anstatt dass man da einfach irgendwie sich da so. Ja, ich weiß, es ist einfach nicht. Du, also ganz ehrlich, ich finde, John Romero hat nicht mehr verstanden, was so cool an Doom 1 und 2. Vielleicht bin ich auch einfach ein scheiß Noob, was weiß ich. Aber ich find das einfach nicht gut. Ich muss echt sagen. Also, ich fand es, wie gesagt, Sigil 1 schon ziemlich fragwürdig von der Qualität. Aber da gab es wenigstens hier hin und da mal ein Level ohne Cyberdemon. Ja, ich finde auch, der wird halt auch immer wieder scheiße verwendet. Also, wie gesagt, ich bin nicht begeistert. Ich kann es immer nur wieder betonen. Ich finde Sigil 2 nicht gut. Und, vielleicht, ach nee, ich sag's beim nächsten Part, sonst laber ich wieder zu viel aus dem Nähkästchen. Also das war der erste Part von Fragments of Sanity. Mal schauen, wie lange wir die beibehalten können. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.